Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial zu Animal Crossing New Horizons auf diesem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr jede beliebige Meileninsel zu einer Tarantula-Insel macht, die euch jede Menge Geld einbringt. Für ein volles Inventar war das in meinem Fall 232.000 Sternis für eine Meileninsel quasi. So, gehen wir mal durch. Was braucht man alles für diesen tollen Trick auf dieser komischen Insel? Man braucht auf jeden Fall einen Kescher, eine Axt und eine Schaufel. Wenn man ganz sicher sein will, dann auch noch einen Sprungstab, weil es gibt ja auch Inseln, wo man nicht über die Flussläufe rüberkommt. Und vielleicht noch ein bisschen Obst und natürlich das Meilenticket. In den meisten Fällen braucht man auch gar kein Obst von seiner eigenen Insel mitzunehmen, weil auf den Inseln sowieso immer irgendwelche Kokosnüsse sind. Auf jeden Fall gehen wir jetzt auf irgendeine random Insel. Also Hauptaufgabe, wenn ihr eure Insel zu einer Tarantula-Insel machen wollt, beziehungsweise Vogelspinn-Insel, ist einfach, dass ihr alles von der Insel wegnehmt, wo irgendwie Insekten spawnen können. Das sind halt zum einen diese ganzen Blumen. Hier sieht man es auch schon, da ist ein Insekt drauf, verschwinde du Insekt. Und wenn man halt die Blüten von den Blumen wegnimmt, dann spawnen die da nicht mehr. Das heißt, die wollt ihr auf jeden Fall alle pflücken. Als zweites müsst ihr alle Bäume abfällen, weil da halt auch immer mal wieder Insekten dran hausen. Aber mit dem Fällen allein hat sich das noch nicht getan, sondern ihr müsst die Baumstümpfe auch noch mit der Schaufel ausgraben. Denn da sind ja immer mal Birkenkäfer, und zwar gar nicht mal so selten, drauf. Um das halt zu verhindern. Auch die ganzen Baumstümpfe raus. Wenn ihr das dann auch gemacht habt, dann müsst ihr auch alle Steine tatsächlich entfernen. Denn in Steinen können Kellerasseln und sowas spawnen. Und Ziel ist es halt, so wenig Spawnpunkte für irgendwelche anderen Insekten zu haben, außer für die Vogelspinnen. Und es langt nicht nur, gegen die Steine gegen zu duddeln, sondern dafür ist auch das Obst, das ihr vorhin mitgenommen habt. Das Obst müsst ihr essen und damit dann den Stein tatsächlich kaputt machen. Und das macht ihr auch mit allen Steinen, die es auf der Insel gibt. So. Und wenn ihr das dann alles gemacht habt, dann sollte eure Insel ungefähr so aussehen. Keine Blüten mehr, keine Bäume mehr, keine Steine mehr, ganz wichtig. Und ich würde noch empfehlen, den Dreck, den ihr gar nicht haben wollt, auf diese Steinplatten hier zu legen. Denn da könnten solche Silberfischchen spawnen und damit verhindert man halt, dass sie da spawnen. Ja, und wenn ihr das dann alles richtig gemacht habt, dann können jetzt eigentlich nur noch 2 bis 3 Insekten spawnen. Zum Beispiel die Tarantel. Und vielleicht noch als kleinen Tipp, wenn sie ihre Füße so nach oben machen, dann bleibt am besten stehen. Und wenn sie sich wieder hinsetzen, dann lauft ihr zu denen hin und keschert erst dann, wenn ihr euch wirklich sicher seid, dass ihr sie fangen könnt. Ja, und jetzt wartet ihr einfach, bis permanent hier irgendwelche Taranteln oder Vogelspinnen spawnen. Alles andere müsst ihr halt einfach wegscheuchen. Das funktioniert jetzt nicht so gut auf einer Insel, wo tatsächlich 2 Ebenen sind. Ich würde es euch lieber empfehlen auf einer Insel, wo alles nur auf einer Ebene ist. Aber da habe ich jetzt halt Pech. Wie, man kann den Kescher nicht auswechseln für die Vogelspinne. Das ist ja richtig doof. Dann bye bye, liebe Vogelspinne. Jo, aber nach 80 Toten, einem kaputten Kescher und 2 Stunden im Kreis rumlaufen auf der Insel, habe ich jetzt endlich mein ganzes Inventar voll, außer dem Kescher mit komischen Vogelspinnen. Die wären dann, wenn ihr sie alle verkaufen würdet, 232.000 Sternis für, halt 8.000 pro Vogelspinne. Oder aber ihr wartet, bis Flick in eure Stadt kommt und verkauft ihm die ganzen Vogelspinnen für 150% des Preises, also 12.000 Sternis pro Stück. Und ich glaube, der kann sogar noch aus den Vogelspinnen dann solche Modelle machen, müsst ihr euch dann überlegen. Ich behalte jetzt auf jeden Fall erstmal, bis der Flick kommt und werde sie hier irgendwo ausstellen. Wie wär's damit? So, ist doch ganz hübsch. Dann kommst du auf meine Insel und dich begrüßen einfach 29 Vogelspinnen. Sind sie nicht alle super süß? Schön. Und das ist der Anführer von den allen. Das ist aber ein sehr einfach auszuführender Trick, für den man nicht cheaten muss, beziehungsweise time traveln muss. Ja, ist so ein halber Cheat, aber halt auch nicht so wirklich. Und er kostet halt auch viel Zeit. Was er aber bringt, auf jeden Fall sehr viel Geld. Und auch, dass man die Vogelspinnen ein bisschen näher kennenlernt, beziehungsweise wie man die halt fangen soll und so. Und dann würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat und es euch unterstützt hat, dann lasst doch ein Like da und eventuell noch ein Abo, wenn ihr meine Let's Plays nicht verpassen wollt oder andere Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.